Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Und wie ihr seht, sind wir wieder auf dem Flug zum Jump Point. In der Alpha 321, der Pyro Jump Point. Und genau darum soll es heute auch gehen. Die große Frage, kommt denn Pyro, kommt denn 4.0 noch dieses Jahr? Wie sieht es damit aus? Was hat der Jump Point damit zu tun? Und all der Kram auch Richtung CitizenCon. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und kommt heute dann auf jeden Fall in den Stream mit rein. Um 17 Uhr geht's los. Heute soll es ja sein, CRG hat es jedenfalls so angekündigt, wir werden heute weitere Informationen bekommen zur 321 und wahrscheinlich auch Richtung Pyro, ein neuer Patch kommt und auch das Roadmap-Update steht bevor, wo sie all das aufklären wollen. Das dürfte also sehr, sehr spannend werden, ich freue mich schon drauf und werde heute auf jeden Fall den Stream nicht beenden, bevor nicht das Roadmap-Update gekommen ist. So, was ist passiert? Ganz kurz zur Aufklärung, wir haben überraschenderweise in die 321 den Pyro Jump Point bekommen. Habt ihr schon gesehen, schon wieder dazu gemacht. Mit allem drum und dran. Das Einzige, was fehlte, war jetzt eigentlich der, ja, dieses Sterntor zum Durchfliegen, was ja auch logisch ist. Das ist ja noch nicht im Spiel drin. Und wir wissen auch, dass das kein Zufall ist. Also CRG hat das natürlich mit voller Absicht in den Patch reingebracht, hat dazu nichts groß erwähnt, hat das ganze Data meinen lassen und uns auch finden lassen. Und letztendlich haben sie es auch dann retweetet und ja, das ist also geplant gewesen. Ob es so schnell geplant wird, also dass wir es so schnell finden, ist eine andere Frage, aber sei es drum. Der Punkt ist der, es ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt so kurz vor der CitizenCon passiert und der eine oder andere, der hat schon darauf hingewiesen, naja, das ist wahrscheinlich wieder Marketing für die CitizenCon und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das so ist, denn wenn das so wäre, hätten sie sowas schon längst machen können. Der Jump Point ist seit langer Zeit schon fertig, beziehungsweise diese Optik davon, das ist ja jetzt nichts, die Raumstation und so, das ist jetzt, ne, das hätten sie schon vor 2 Jahren machen können. Also aus Marketinggründen macht CRG sowas eigentlich nicht, irgendwas reinpatchen, was man gar nicht braucht. Das wäre mir jedenfalls neu. Ich denke, es hat einen ganz anderen Hintergrund und ich will euch heute mal meine Theorie darüber ein bisschen erzählen, versuchen zu begründen, wie, ja, warum, weshalb, wieso und bin gespannt auf eure Sicht dann dazu in den Kommentaren und auch gerne nachher noch im Stream. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns an der Schwelle zum Pyro-System befinden. CRG arbeitet an der 4.0 und an Pyro und an Server Meshing seit vielen, vielen Jahren schon. Ihr wisst es, wir haben die erste richtige Pyro-Demo bekommen 2019 zur CitizenCon, wo sie auch durchgeflogen sind. Aber das war natürlich alles ein bisschen hingefaked, das wussten wir damals schon und es war aber nie klar, wann das wirklich kommen soll. Einige, ich habe es ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, schreiben, ja, das ist doch jedes Jahr, wurde verschoben, das stimmt aber nicht. Es wurde nie angekündigt und es ist auch bis heute nicht angekündigt. Also das sollte man immer sozusagen in den richtigen Kontext rücken. Aber das Besondere jetzt ist, dass dieses, ja, dass der Jump Point im Spiel ist, dass der auch gewollt drin ist und dass der schon ziemlich fertig aussieht. Ja, bis auf ein paar Grafikfehler ist der schon sehr, 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 sehr fertig. Und was ebenfalls noch besonders ist, ist eine technische Grundlage, die mit diesem Patch ins Spiel kommt, nämlich diese Trennung von dem Server und der Replication Layer. Das will ich mal ganz kurz versuchen zu erklären, möglichst einfach. Normalerweise, bei normalen Online-Spielen, haben wir einen Server und dieser Server ist verbunden mit allen Klienten und die Klienten sind verbunden mit ihm. Und alles, was irgendwie passiert, jede Bewegung, alles Mögliche, wird quasi hin und her gemeldet. Das heißt, wir haben eine dauerhafte Kommunikation zwischen Klienten und dem Server und der schickt quasi alle Daten auch irgendwie wieder zurück zu den Spielern. Also eigentlich, die Replikation übernimmt eigentlich bei anderen Spielen der Server. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Meter vorwärts laufe, dann muss diese Information über den Server an alle anderen Spieler, die das auch sehen könnten jedenfalls, übertragen werden, also repliziert werden, damit die wissen und das auch sehen können, was da gerade passiert. Und das ist eigentlich völlig normal, das ist ein normaler MMO-Standard. Bei Star Citizen macht man das auch schon die ganze Zeit so, das ist völlig normal, wie gesagt, aber man will das ja nun ändern. Also man möchte gerne eine weitere Schicht einbinden, und zwar den Replication Layer. Und das ist was ganz Besonderes, sowas gibt es meiner Ansicht nach sonst auch nicht bei irgendeinem Spiel. Wir hatten jetzt schon viele, viele Features, die es bei anderen Spielen nicht gibt, Graph-Datenbank, Persistent Streaming und eben auch das Replication Layering. Was hat es damit auf sich? Ganz vereinfacht gesagt, der Replication Layer ist wie ein extra Server. Aber der hat nicht den normalen Netcode, also der weiß gar nicht wirklich, was im Spiel passiert, das kann der auch gar nicht, das muss der auch gar nicht können, sondern der ist nur für eine einzige Sache im Prinzip da.
nämlich Daten auszutauschen. Also er übernimmt quasi die Übertragung der Daten von den Spielern, die eigentlich an den Server gehen. Das bekommt der alles. Und der meldet dann quasi in paketartiger Form diese Informationen an den Server weiter. Der große Vorteil ist, der Server bekommt nicht mehr tausende Anfragen von tausenden Spielern alle paar Sekunden oder mehrmals pro Sekunde. Wir haben ja eigentlich zum Beispiel 20, 30 Server-FPS. Das ist quasi die Wiederholrate, also die Frequenz des Servers, mit dem er sich aktualisiert. Zum Beispiel bei 10 Server-FPS heißt das, er würde 10 Mal pro Sekunde die Daten aktualisieren, die Position und so weiter. Das fällt im Prinzip mehr oder weniger weg, denn die Daten werden direkt an den Replication Layer übertragen. Der saugt das alles wie so ein Schwamm auf und gibt dann quasi paketweise gebündelt die Daten an den Server, denn der muss ja auch alles sozusagen steuern und der muss ja unsere Position kennen für die KI, denn das macht der alles. Also das heißt, wir haben einfach gesagt, der Server, der berechnet KI, der macht alle möglichen Sachen vom Spiel und der Replication Layer, der ist die Datenübertragung. Das Besondere dabei ist, dass dieser Replication Layer genau dafür gebaut ist. Also der ganze Code, der darin steckt, der ist sehr, sehr effizient darin, diese Datenpakete zu sammeln und zu versenden. Ja? Das heißt, der normale Server wird auf diese Weise massiv entlastet, weil er dafür eigentlich nicht so gut ist. Also der Replication Layer kann das viel, viel besser. So, das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass man halt die Sachen, ja, sozusagen speichern kann. Das heißt, der Zustand des Charts, der Zustand der Spielwelt wird über den Replication Layer abgespeichert. Wird also ein Server kaputt gehen, geht er down, 30.000er Fehler, dann kann uns das bald egal sein, weil der Chart läuft ja über den Replication Layer weiter und man hat vielleicht einen kurzen Ruckler für ein paar Sekunden, dann kommt ein neuer Server an den Start oder der Server wird einfach neu gestartet, der gerade down gegangen ist, bekommt die Daten vom Replication Layer wieder übertragen und es geht einfach weiter. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ja. Naja, und das ganz große Ding ist eben dann das Server-Meshing, was diese Trennung zwingend braucht, denn letztendlich müssen halt riesige Datenmengen von Server zu Server übergeben werden und das schaffen die Server so einfach so gar nicht. Also es gibt ja eigentlich auch kein Server-Meshing bei anderen Spielen. Das heißt, man muss also diesen Replication-Layer auch haben, um das Server-Meshing überhaupt möglich zu machen. Das heißt, mit 3.21, und das ist das, was ich hier sagen will, wird sozusagen der nächste große Baustein für Server Meshing eingeführt. Und wenn der drin ist, der ist jetzt, glaube ich, stand heute noch nicht im PTU, aber der soll jetzt reinkommen im Laufe des Oktober. Wenn der drin ist, dann können Sie theoretisch das Server Meshing anmachen. Also das können Sie einfach quasi sozusagen, ja, aktivieren. Das Server Meshing ist für den Anfang erstmal so gedacht, dass wir quasi zwei Server haben. Zwei Server haben. Wir haben also einen für Stanton, wir haben einen für Pyro. Es gibt also keine Servergrenzen innerhalb von Stanton oder so. Das kommt alles erst später. Das kommt dann ja mit 4.1, 4.2, wenn es eben dann dynamisch wird. Das ist erstmal noch nicht Thema. Das Thema ist, wir wollen gerne erstmal, dass alles so bleibt, wie es ist, aber dass er zusätzlich noch innerhalb derselben Spielwelt auf das Pyro-System zugreifen kann. Und das ist das Besondere, weil wir haben keinen Loading-Screen und wir haben auch keinen gefakten Loading Screen, dieses Jump Gate, wo wir durchfliegen, das ist quasi ja der Übergang von Server A in Server B, aber wir können währenddessen ja normal weiterspielen. Wir können also uns im Schiff bewegen, wir können alles machen, was wir wollen. Wir lenken sogar selber in diesem Tunnel von diesem Jump Gate. Das bedeutet unterm Strich also, wir hätten dann, wenn die 4.0 online geht, zwei Server, die gemeinsam dieselbe Spielwelt, die aus Pyro und Stanton besteht, verwalten. Und langfristig würde man dann nochmal zum Beispiel weiter clustern. Also würde man sagen, Microtech kriegt einen eigenen Server, Hurston, Crusader und Arcorp und das gleiche in Pyro und so weiter und so fort. Das kommt noch on top. Und das ist auch der Grund, warum man eben nicht sagen kann, wir faken jetzt mal Pyro rein und machen das über ein Loading Screen, weil da müssen sie die ganze Engine erstmal darauf einstellen, dass es überhaupt geht und dann müssen sie es wieder zurückwurscheln, weil sie brauchen es ja langfristig sowieso, diesen Übergang. Also machen sie ihn gleich richtig rein mit dem Replication Layer und dann soll es auch eigentlich passen. So, erwarten können wir also von 3.21 erstmal eine bessere Server-Framerate, bessere Server-Performance und weniger Abstürze oder im besten Fall ja bis zu gar keine Abstürze mehr, jedenfalls keine, wo wir wirklich auf das Spiel rausfliegen. Aber was hat das alles mit Pyro zu tun? Warum sollten sie jetzt dann doch noch dieses Jahr Pyro bringen? Ja? Naja,
wenn es ihnen gelingt, wenn die Technik funktioniert, das ist die Voraussetzung, dann hätten sie eben jetzt schon den Jump Point drin, was wie gesagt sicherlich kein Zufall ist. Und ich glaube, es sind auch mit Server Meshing schon sehr, 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 sehr weit. Das bedeutet, es wäre denkbar, dass sie dieses Jahr sagen, wir bringen vielleicht nicht das Pyro-System in den PTU, sondern wir bringen nur das Sterntor. Sodass wir also im Prinzip ja von Stanton bei den Jump Point durchfliegen können nach Pyro, aber dort dann erstmal nichts weiter ist. Also das ist dann nur quasi nur als Server-Mashing-Test, wenn man so will, um mal zu gucken, klappt dieser Übergang von Server A auf Server B. Und da kann ja auch schon Pyro drin sein, aber eben ohne Jump-Punkte, ohne dass man irgendwo hinkommt, dann ne, ist man am Ende des Tages sowieso dort quasi wie gefangen und könnte nur wieder zurückfliegen. Das wäre eine Möglichkeit von mehreren, wie man das Server-Mashing, also eine erste Version davon, noch dieses Jahr an den Start bekommt. Es könnte sogar sein, dass sie damit sogar schon interne Tests gemacht haben und das sogar läuft. Das wissen wir alles nicht genau. Das werden wir hoffentlich dann bei der CitizenCon bald erfahren und dass sie schon wesentlich weiter sind. Denn wir haben bis heute keine Information, was nach 3.21 kommen soll. Wir wissen, es kommt noch ein Anniversary-Event, also es kommt noch eine 3.21.1, das ist klar. Aber es kann tatsächlich sein, dass es keine 3.22 gibt, sondern dass sie dann wirklich in die 4.0 gehen. Oder sie sagen, naja, wir machen eine 4.0 auf jeden Fall, aber wir bringen trotzdem nochmal eine 3.22, weil die 4.0 relativ lange auf dem PTU bleiben wird, vielleicht ein halbes Jahr. Es kann durchaus sein, dass die das ganze nächste halbe Jahr zum Beispiel auf dem PTU bleibt. Auch die Evocati-Phase könnte länger sein, wissen wir nicht. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn sie nochmal ein oder sogar zwei weitere Content-Patches in der 3.x Klausur machen, um einfach Content zu bringen. Für die Leute, die nicht testen können oder nicht testen wollen. Weil es ist ja ein Service-Game. Es ist ja ein spielbares Service-Game, soll es jedenfalls sein. Naja, und dann macht es auch Sinn, dass man da ein bisschen Service entsprechend anbietet. Was ich für realistisch halte, ist, dass wir also gegen Ende diesen Jahres eine 4.0 in einer ganz frühen Fassung bekommen. Also eine PTU-Version, vielleicht sogar Wave 1. Ne? Sie haben ja auch die Waves umstrukturiert. Es kann also gut sein, dass sie da nochmal das auch nutzen dafür. Und dass wir dann einfach nur diesen Server-Mashing-Test drin haben. Es kann auch sein, dass sie einen Server-Mashing-Test ohne 4.0 machen. Sie könnten wahrscheinlich sogar sagen, ja, wir aktivieren quasi diese Replication-Layer-Geschichte und der Server-Mashing, diesen Sprungpunkt in einer 3.21.x. Einfach nur als technische Preview, als technische Demo, die wir mal probieren können. Und dass sie einfach Daten sammeln. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Sie müssen halt irgendwo anfangen. Und der Anfang ist ja eigentlich die Implementierung des Jump Points, wenn man ganz ehrlich ist. Ohne den geht ja nichts. So. Und insofern sehe ich das relativ entspannt und relativ optimistisch aktuell. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass wir noch vor der CitizenCon dieses Jumpgate bekommen, diesen Pyro-Sprungpunkt bekommen. Habe ich sehr überrascht. Ich denke, die meisten von euch waren auch sehr überrascht. Und das hat schon ein bisschen mehr zu bedeuten als stumpfes Marketing, zumal sie brauchen kein Marketing für die CitizenCon, wenn wir ehrlich sind. Glaube ich nicht. Also die CitizenCon wird ein Riesen-Event. Es ist sicherlich noch nicht ausverkauft, aber es ist auch am Ende gar nicht so wichtig. Da sind alle Augen auf CRG, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, ehrlicherweise. Und viel wichtiger ist ja, dass sie das, was sie gebaut haben in den letzten Jahren, nun mal liefern können. Diese ganze Server-Architektur, alles was zugehört, das ist alles nicht erst seit gestern in der Mache, das ist seit Jahren in der Mache. Und der Code von 4.0, also der Patch selber, die richtige Version 4.0, wird seit März ungefähr tatsächlich auch gebaut. Also die Entwickler sitzen dran, diesen Patch zusammenzubauen, alles was sie dafür brauchen. Wir haben seit 3.18 diverse Serverdienste und auch diverse Datenbank-Services, die schon auf Server-Meshing umgestellt wurden oder zumindest darauf vorbereitet wurden, umgestellt noch zu werden. Da ist ganz, ganz viel im Hintergrund passiert, was man jetzt nach vorne hin gar nicht sieht. Und ja gut, wobei, man sieht es schon nach vorne hin, denn die ganzen technischen Probleme, die Star Citizen seit 3.18 hat, die hängen natürlich auch damit zusammen, dass man hier teilweise Doppelstrukturen drin hat, teilweise Code drin hat, der für was ganz anderes gedacht ist, der aber aktuell so ein bisschen ja, für das Bestehende gebraucht wird und so weiter. Da hat sie also eine ganze Menge auf jeden Fall getan. Das kann man schon so sagen. Ich hoffe, dass wir bei der CitizenCon, und ich gehe auch fest davon aus, dass wir bei der CitizenCon dieses Jahr eine Pyro-Demo bekommen werden. Das heißt also wirklich mal mehr sehen, vielleicht sogar wirklich in einer 4.0 ja, Testversion, die man dort aufspielt, sehen können, wie die funktionieren soll. Das Server-Meshing richtig mal gezeigt, also nicht nur mit Bildchen, sondern richtig ein funktionierender Server-Mesh.
in der großen Gameplay-Demo. Das wäre, glaube ich, genau das Richtige, was Star Citizen braucht. Und dann hätten sie noch 2 Monate, diese Gameplay-Demo davon, die sie uns vielleicht zeigen, dann in den PTU zu gießen, wenn das dann so halbwegs funktioniert erstmal. Es muss ja irgendwie klappen, aber wenn das nicht klappt, dann geht halt gar nichts, ne? Logischerweise, weil ja alles darauf basiert, dass das funktioniert. Das kann man also nicht so einfach fixen. Das muss halt schon grundsätzlich laufen. Das ist wie mit der Datenbank. Wir hatten ein halbes Jahr PTU-Phase von der Alpha 318 nur wegen der Datenbank. Das hat auch richtig lange gedauert, bis das alles funktionierte mit dem, ne, Entity Graph und Dingsbums Persistent Streaming. Das ist alles Core-Tech, ne? Das kannst du nicht mehr eben rein und rauspatchen. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Und dann müssen sie auch noch ihre Datenbank-Probleme lösen, die sie ja seit neuestem haben mit dem Anbieter. Mal gucken, was sie da machen. Werden wir auch mal sehen. Aber ich sehe das eigentlich relativ optimistisch, was Pyro betrifft, und gehe davon aus, aktuell, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, das kann sich jederzeit auch wieder ändern, ne? Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch sehen werden, mindestens mal in einem frühen Evocati oder PTU-Build. Und dann gehe ich davon aus, dass wir Anfang, Mitte nächsten Jahres dann irgendwie so eine 4.0 Live-Version bekommen könnten. Auch das hängt dann wieder davon ab, ob die Server laufen, ob die Technik funktioniert. Ihr wisst ja, wie es ist. Das ist alles tatsächlich Neuland, denn sowas gibt es nicht auf dem Markt. Das kann man sich nicht von der Stange kaufen. Da muss also CRG ja auch so ein bisschen Pionierarbeit leisten. Machen sie ja. Und da werden wir mal schauen, wie das klappt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dann die Servergrenzen vergrößert werden. Also, dass wir dann vielleicht 200 Spieler haben pro Chart. Keine Ahnung. Möglich. Macht ja auch Sinn. Vielleicht auch 300, vielleicht sogar 500. Das kann dann alles möglich sein. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn Pyro kommt, ist die Spielwelt 4-mal so groß wie jetzt. Denn das Stand-System bleibt ja, wie es ist, im Spiel. Und Pyro ist quasi 3-mal Standen, von der Gesamtgröße her. Die Planeten sind auch mehr, es gibt auch mehr Monde, es ist generell alles größer. Das ist ein riesiger Sprung. Und das macht auch Sinn, dann dort einfach die Spieleranzahlen zu vergrößern. Denn selbst wenn alle Standen-Spieler nach Pyro gehen, die würden sich dort kaum treffen können. Das ist so riesig, das ist so absurd groß. Da bräuchte man schon, also ich würde sagen, naja, also 500 Spieler wäre schon nicht schlecht. Sag ich mal. Aber wenn wir alles sehen, wollen wir mal nicht so hochgreifen. Ich wäre auch zufrieden, wenn sie bei 100 bleiben und nur Pyro liefern und einfach dann Step by Step darauf aufbauen. Und das ist, glaube ich, genau das, was sie auch dann machen werden. Sie brauchen diese 4.0 als neue Grundbasis, als ja gewissermaßen neue Patchbasis, auf der sie dann mit Hilfe vom Code von Server Meshing, dem Persistent Streaming, der Graph-Datenbank und dem ganzen Kram, der drumherum gebaut ist, das Spiel fertig machen können. Und mit fertig meine ich wirklich fertig. Also ich meine dann eben Step by Step in Richtung Beta zu gehen. Das heißt also in der 4.x, 4.1, 4.2, 4.3, das ganze Server-Meshing dynamisch zu machen, zu vergrößern, mehr zu clustern und noch mehr Spieler drauf zu bekommen auf einen Chart. Also die Anzahl der Charts zu verringern und dann müssen sie eben auch weitere Sternsysteme liefern. Nicht umsonst haben wir ja sogar jetzt schon in 3.22 die anderen beiden Jump Points ebenfalls im Spiel, zumindest mal als Koordinaten. Wahrscheinlich sind sie noch nicht richtig drin. Also, soweit ich weiß, sind sie physikalisch gesehen nicht im Spiel, aber die Koordinaten liegen da, nämlich für Magnus und für Terra. Und das ist sicherlich auch kein Zufall. Ja? Wollen wir mal sehen, was sie alles im Hintergrund gebaut haben. Wir wissen, dass CRG nicht nur an Pyro entwickelt, sie entwickeln auch am Nyx-System, am Terra-System, sie sitzen an dem Odin-System für Squadron 42 und noch, auch an Magnus sitzen sie übrigens. Also, das sind alles Dinge, die parallel entwickelt werden, sind ja nicht umsonst über 1000 Mitarbeiter. Und die dann eben mit diesen ganzen prozeduralen Tools auch möglichst effizient ausgebaut und ausgerüstet werden mit Quests, mit Locations, mit allem möglichen Kram. Und Pyro ist, soweit wir heute wissen, soweit fertig. Die hat letztes Jahr schon alles im Feinschliff, die Planeten waren größtenteils fertig, da hat noch ein bisschen was gefehlt, die Stationen waren ebenfalls sehr, sehr fertig. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her und die ganzen Außenposten, Gameplay und Co., denke ich mal, sind sie auch schon sehr, 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 sehr weit. Insofern mache ich mir da, was Pyro betrifft, aktuell keine Sorgen. Auch Nyx ist ja schon seit, glaube ich, 2 Jahren in der Arbeit, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten mal vor einem Jahr, glaube ich, das Krankenhaus gesehen, das neue, ja, aus dem Nyx-System. Und Nyx ist ja auch nicht ganz so, ja, ist nicht ganz so groß wie Pyro, ist eher ein kleineres Ding. Das heißt, es scheint hier wirklich deutlich voranzugehen. So sieht es jedenfalls aktuell aus. Mehr Infos gibt's hoffentlich noch heute Abend im Stream mit dem Roadmap-Update. Mal gucken, was sie uns dann liefern. Und euch noch ein paar weitere Erklärungen dazu. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und dann spätestens aber auf jeden Fall zur CitizenCon. Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend.
Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Und dann sehen wir uns nachher um 17 Uhr im Stream. Wir verlosen heute übrigens noch ein Schiff, und zwar eine Argo Raft mit LTE, die vor einigen Wochen, vor einem Monat oder so, nicht abgeholt wurde. Die gibt's heute neu. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr damit dabei seid. Wir erkunden den neuesten 3.21 PTU-Patch, schauen uns an, was sie ergänzt haben. Vielleicht kann man jetzt auch diesen Sprungpunkt richtig anspringen mit dem Quantum Drive. Vielleicht haben sie ihn nochmal gepolished, sieht hübscher aus, werden wir sehen. Und auch andere Dinge fehlen ja noch, wie zum Beispiel Traktorstrahlen für Fahrzeuge, Argo SRV, Spirit C1A1 und. Da ist noch einiges, was noch in diesen Patch reinkommt. Und ich bin sehr gespannt, was heute vielleicht schon mit dabei ist. Also, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns nachher im Stream. Shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the throne?